Hallo mein Lieber und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit der neuen Folge Trainstation Simulator, Bahnhöfe renovieren. Ja. So, das letzte Mal haben wir den ersten Bahnhof zwar geschafft, aber leider nur mit 90%, so was haben wir hier, Matboro, oh Gott, schreib ich mir mal auf, wenn wir das als Titel nehmen hier, Ja, dann gucken wir mal, was wir hier zu tun haben. Einfach mal gucken, Geldmittel 10.000 für... Fangen wir an. Lange Rede, kurzer Unsinn. Reinige den Bahnhof, repariere die Fußgängerbrücke. Pumpe das Wasser aus der Toilette. Reparieren Sie die Toilette. Räumen Sie den Fahrkartenschalter auf. Oh Gott, was ist das denn, Alter? So, was sollen wir machen? Repariere die Fußgängerbrücke. Entferne die morschen Bretter und hole neue Bretter aus dem Auto, um sie zu ersetzen. Wo ist denn unser Auto? Sollen wir eigentlich mit der Pumpe machen? Fußgängerbrücke reparieren. Machen wir da bestimmt das hier. Mal nochmal, können wir schon mal aufsammeln. Wenn wir immer hier hinlösen, müssen wir... Nee. Ja. Hände, Hände, Hände. So, wo soll man hier jetzt was reparieren? Hier? Ah, hier. Was sind das überhaupt für Bahnhöfe, Alter? Oh Gott, guck mal, wie es hier aussieht. Diese Riesengelände. Na, hier haben wir zu tun, Alter. Container kaufen? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, wenn wir gemischt waren, Container. Wo stellen wir den hin? Den können wir aufheben. Ja, wir sollen die Morschebrücke reparieren. Das können wir gleich zerlegen, aufheben. Mhm. Salz können wir nicht machen. Zerlegen wir nochmal, da brauchen wir das Beil bestimmt. So. Tja, hier sieht's aus, Alter. Kann man das Öl zerstören? Ne, das müssen wir aufheben. Müssen wir aufheben. Da brauchen wir vielleicht hier einen. Ein Gemischt-Container. Bumm. Ja, was ist denn hier grün? Was ist denn das? Ach, hier muss der Wasserpumpe hin. Aha. Wir sollen ja erst einmal hier eins nach dem anderen reparieren. Hier haben wir noch ein Brett. Aber dann brauchen wir wieder das Werkzeug. So.
Tja, haben wir jetzt? Was haben wir hier oben drin? Öffnen. Oh Gott, der sieht sehr realistisch aus. Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt die Fußgängerbrücke repariert haben hier oder ob hier jetzt noch Bretter kaputt sind. Ich dachte, das ist Wasser, ja. Dachte ich, gucke die Klo-Rollen, was ist denn das, aufheben? Schmeiß mal alle weg, hä? L2 öffnen. Wir sollen hier das Wasser abpumpen, oder? Was sollen wir machen? Da müssen wir mal die Pumpe aus dem Auto holen. Ja, die Pumpe. Oh Gott, das Klo sieht ja auch aus. Zack. Oh, hier brauchen wir gleich drei Klos, brauchen wir hier, die Klobürste. Toilettenzubehör, Mülleimer, Deko, Waschbecken, oh Gott. Haben wir alles machen müssen? So. Verlegen. Reparieren müssen wir die, oh Gott, fangen wir gleich mal an hier. Wenn wir eh mal dabei sind, dann brauchen wir einen Schreibschlüssel. Sehr schön. Und hier hinten. Wenn wir immer dabei sind. So, jetzt gehen wir mal zum Auto, hol die Pumpe. Wo stand jetzt unser Wagen? Da hinten wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles hier repariert haben in der Fußgängerbrücke. Aber hier drüben am Bahnhof müssen wir mal gucken, ob hier auch Fußgängerbrücke kaputt ist. Hier auch noch Bretter morsch sind. Hier ist noch ein morsches Brett. Das haben wir erledigt. Gut, das haben wir erledigt. Also holen wir jetzt die Plümpe. Also, ja, so ist recht. Ups. So. Was brauchen wir bestimmt noch Schläuche? Die müssen wir bestimmt auch mitnehmen. Und schön jeden einzeln. Ja. Der Mescher muss wohl dran. Anschalten? Ne, wir brauchen bestimmt noch den zweiten. Warte mal, wir holen mal noch den zweiten. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, du, keine Ahnung. Also auf dem Gelände haben wir mal ganz schön zu tun, mein lieber Schwan, du. Hier können wir uns nur Stück für Stück vorarbeiten, würde ich sagen. So, jetzt anschalten. Erledigt! So, aufkommen, warte mal. Oder lässt er das fallen? So, was muss man jetzt? Reparieren Sie die Toilette. Aha, ne, machen wir. Wir schaffen erstmal unsere Maschinerie hier wieder weg. So, brauchen wir die Schläuche bestimmt auch wieder einsammeln, oder? Huch, die sind gleich weg, unsere Schläuche. Aha.
Das ist ja ein Witz. So, reparieren Sie die Toilette. Toilettenzubehör 16. Haben wir jetzt hier die Kloschüsseln alle hin? Wo waren die Kloschüsseln? Oder hier hinten? Nee, was ist denn hier hinten? Hier müssen wir, oh, vier Möbel, Abstellkammer, Deko. Also warum in der Abstellkammer Deko, elektrische Ausrüstung, ist hier, oh, Licht kaputt. Hier ist gar kein Licht drinne. Aufheben. Können wir uns nicht mit der Axt kaputt machen? So. Zerstören. Das geht nie. Den kann man auch nicht kaputt machen. Der muss also stehen bleiben. Aha. Na, so denkt ihr. Können wir lange Müll einsammeln, wenn wir immer dabei sind. So, hier haben wir noch Müll. Der will jetzt hier noch. Oh, doch, hier müssen wir doch Licht machen. So, doch Licht ans Vorrat hier. So, da schaffen wir mal den Müll gleich raus hier. Also, brauchen wir wieder Hände. So. Machen wir gleich den. Nee, du sollst ihn nicht werfen, du sollst ihn aufheben, weil wir treffen sowieso nie bis in den Container. So. Hier haben wir gleich noch. Bim. Riesentonne. Oh, wir brauchen bestimmt zwei von den Containern, ne? Hier haben wir noch eine Tonne. Aufheben. So, haben wir jetzt noch Müll hier drin? Nee. So, das ist ein Lagerraum. Da brauchen wir wieder Regale, nehmen wir da. Elektrische Ausrüstung. Machen wir vielleicht eine Überwachungskamera hin, ja. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, was wir hier elektrisch hinstellen sollen, ja. Wir holen erstmal vier Lagerregale. Mülleimer brauchen wir. Nehmen wir vielleicht die Blechtonne. So. Elektrisch machen wir vielleicht die Überwachungskamera rein. So. Möbel. Hier ein Lagerregal, Steuerregal. 1, 2, 3, 4. Was? Deko? Brauchen wir zweimal Deko. Die sind ja so groß, die Pflanzen. Oder haben wir noch was anderes als Deko? Nee, Deko sind, ach hier, Gitter, guck mal. Ach hier, das ist Deko, oh, noch was zum Hinhängen, Pfeile, ach so, nee, ja, haben wir jetzt Pflanzen geholt. Pfeile haben wir noch. Hä? Wisst ihr, was für ein Schreibtisch zum Hinstellen? Das hätten wir auch noch gehabt. Alter. Ist jetzt egal. Alles aber Hauptsache völlig egal, ne? Ist mein Motto immer. So, können wir noch ein Regal hier irgendwo hinstellen? Hier können wir noch ein Regal hinstellen. Haben wir eben Pflanzen als Deko, so.
So, kriegt man einen Papierkorb in der Ecke? Die Mülltonne, so. Zack. Oh, Überwachungs-, Elektronik hier, Elektronik. Ach, die können wir nicht drehen. Warte mal, so ist ein bisschen düsselig hier so vielleicht. So, und hier, hier. Bumm. So, jetzt brauchen wir noch zwei Madege. So, eine Pflanze. Gucke, hier, so, hübsch. Passt nicht hin, ne? Oh ja. Zack, und die andere tun wir hier vorne. So, haben wir einen Raum schon mal fertig sozusagen. Hä? Ach, ist egal. So, Abstellkammer fertig. So, jetzt müssen wir das Klo machen hier. Klo. Aufheben. Das muss erst mal raus. Kriegt man das hier durch? Jetzt. So, da brauchen wir vielleicht noch einen Gemischtwagen-Container. Wo stellen wir den hin? Hier hinten haben wir auch noch so viel aufzuräumen und hier vorne. Ach, die stehen aber doof. Da musst du ja ewig laufen. Du musst dahin ewig laufen und dort ewig laufen. Ist schwierig, ne? Ist schwierig. Haben wir über einen Haufen Stellplätze? Wir stellen hier mal noch einen hin. L2 getrennt. Ne. So, so. Hier mal so weg. Den können wir gleich ins Gelbe werfen hier. Hier ist noch ein grüner Sack. Schwarzer Sack. Ach, hier muss ich immer hüps. Hochhüpfen muss ich immer. Wir sollten eigentlich die Toilette machen, aber wir räumen jetzt erst mal hier hinten noch schnell auf. Die Ecke schnell noch sauber machen müssen wir hier sowieso. So, hier ist noch ein grüner Sack, wenn wir immer hinterlaufen, können wir den ja gleich mitnehmen. Ne? Die Schneien passen tun die aber auch nie, Alter. So, warte mal, das können wir bestimmt noch hier zerlegen. Mit der Axt hier. Genau. Bung. So, das können wir noch aufsammeln. Bumm. Ob es denn hinten etwa auch noch Müll? Nee. Nee, sieht nicht so aus, dass uns das hier was angeht. Ja. Du wolltest die Rolle noch oder können wir die... Ach, die müssen wir auch noch aufheben.
Das eine Tonne ist das noch. Das war noch eine Tonne. So, gucken wir mal. Was denn jetzt? Kann schon nicht laufen? Sag mal, Alter, was ist denn jetzt passiert? Jetzt hänge ich hier fest. Nee, nie lernen. Och nee, Leute, das gibt's doch jetzt gar nicht. Schon nicht mehr raus. Was ist denn das? Oh, speichern mal und starten nochmal neu. Ja. Ist ja jetzt nicht zu fassen, ey. Ehrlich, jetzt hängen wir da fest. Hauptsache, wir den jetzt nicht, wenn wir neu laden hier. Bin schon mal gespannt. Achso, wir setzen nur fort. Hauptsache, wir fangen jetzt nicht von vorne an, das wäre ja ein Mist jetzt. Nee, Gott sei Dank. Das war ja Murks jetzt wieder hier. Oder holen wir noch einen Gemischt-Container, weil sonst laufen wir uns ja hier einen Ast. Den stellen wir nicht hier hinten hin. Ein Getrennt-Container, meine ich. Jetzt muss ich ja immer bis dahinter rennen. Ich weiß nicht, ob wir das leisten können. Keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal getrennt. Was räume den Bereich auf? Was liegt denn jetzt hier noch rum? Alter, willst du mich ärgern? Wieso kann ich jetzt hier keinen Container? Weil hier jetzt eine Dose liegt oder was? Verlassen. Oh, Leute. So. Kann ich jetzt kaufen? Na also, warum nicht gleich so? Ah ne, L2. Was machst du mit dem Engine? Muss ich extra wegräumen, jetzt muss ich die Ende extra wegräumen. Jetzt ist er jetzt nicht wahr, oder? Natürlich, ach, die bleibt jetzt liegen. Ich muss die Ende extra wegräumen. Gelber Sack. Na klar, L2 rotieren. Ja, das war ein blauer Sack. Weit geworfen. So. Wir wollten eigentlich aber erst da hinten weitermachen. Das Klo wollten wir erst noch reparieren. Da bin ich ja stecken geblieben. Wir hätten können natürlich gleich, wenn wir müssen ja nicht leer laufen, ne, wenn wir hier Müll mitnehmen.
Oh, die blöde Ente, du Gümmchen, also ehrlich. So, weg war sie. So unglaublich. So, wir sollten hier die Toilette machen. Nee, du musst schon zur Tür reingehen, Alter. Ach, hier hat man jetzt auch noch Müll. Blauen Müll. Ach, sag nie, weil jetzt der Sack im Wege liegt, komme ich nie raus hier. Menschenskinder. Wieso, wer hat denn den Deckel wieder zugemacht? Ach, den kann ich nicht nochmal anpacken. Da hängt er irgendwie wild in der Luft herum und ich kann den nochmal anfassen. Na gut. Naja, die Zeit ist ja nur langsam wieder mal rum gleich. Wir tun jetzt noch hier die Säcke alle weg. Wo hängt denn der Sack jetzt rum? Hä? Na klar, haben wir bestimmt hinten hingeschmissen. Na sicher. Durch den Deckel durch haben wir das geschafft. Unglaublich. Durch den Deckel durchgeschmissen. So. Hier steht 57.000. Ich denke, wir haben Geldmittel. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Kapier ich jetzt nie. Oder war das 100.000? Hab ich nicht richtig gelesen vorhin? So, hier ist noch Wurzelsack. Wann immer gegen die Tür rennt. Noel? Willst du die ganzen Säcke rausrollen? Da hast du hier zu tun, hast du hier. Oh, den haben wir mal Weitwurf gemacht, du, das ging mal. Das müssen wir wahrscheinlich üben. Müssen wir jetzt die Waschbecken, das müssen wir da alles noch demontieren, bestimmt. Würde ich mal denken. Weil wenn wir alles neu machen wollen. Kriegen wir hier noch einen rein? Oder müssen wir das schon lernen? Kostet schon Geld? Der Grün müssen wir schon lernen. Der grüne Sack muss schon gelehrt werden. Die. Schon die ersten Kosten entstanden. Kriegst du ja nicht viel rein. Nee. Der passt nicht rein, die. Da geht hier rein. Ja, ein Mist. Schließen. Öffnen. Leeren. Da. Sind wir schon mal die ersten 200 Geld wieder los, Junge. Bumm. Ja, geworfen haben wir den. Ja, naja. Naja, meine Lieben, hier hat man jetzt noch einen gelben Sack, den nehmen wir jetzt noch und dann machen wir erst einmal Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Mensch, was, wieso da oben? So ein Quatsch. Wo der auch hinschwirrt hier, die. Das schwirrt ja richtig. So, werfen, zack. Den haben wir mal ein bisschen geschmissen. Ja, speichern wir, machen wir mal an der Stelle Schluss. Ja, du.
sind wir hier stecken geblieben, du. Das ist ein Ding gewesen, du. Da kann man sagen, an dem Bahnhof haben wir ja noch genug zu tun, du. Hier, da haben wir noch eine Weile zu tun, meine Lieben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen abonnieren. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.